sind 23. Aber wir wissen ja schon, 2024 endet One Piece. Dann gibt es endlich mal ein Ende von den Anime. Ich verstehe auch, ehrlich gesagt, Flo, ich verstehe auch Leute nicht, die wirklich 24-7 Phasmophobia spielen könnten. Wirklich, 24-7 und kein anderes Spiel, nur Phasmophobia. Ich kann es nicht verstehen, weil irgendwann mal so nach 1, 2, 3 Stunden oder vielleicht nach einem Tag hätte ich gar keinen Bock, dieses Spiel noch zu sehen. Du schläfst doch schon innerlich ein bei solchen Spielen, bin ich ehrlich. Early. Da bin ich early. Na, da gebe ich auch Kuss auf die Nuss, Bruder. Hallo? Lieber für diese Jugendsprache heutzutage. Maschallah, Habibi. Wird doch voll öde. Ja, ist es halt einfach. Aber es gibt halt Leute, die wirklich 24 Stunden nur ein einziges Spiel spielen. Und dadurch sogar Twitch-Partner werden. Aber was bringt mir ein Twitch-Partner zu sein, wenn ich nur von einem einzigen Spiel auch die Zuschauer habe im Endeffekt? So, bringt mir nichts. Man muss es ja selber auch Spaß an ein Spiel haben und nicht nur Money drin sehen. Die Leute müssen dir folgen, weil sie dich mögen und nicht wegen... So, nicht nur wegen den Spiel. Gleiche ja. Wie bei... Ich habe eine Zeit lang auch GTA RP gestreamt, war auch voll okay. So, aber das ist auch so eine Sache. Ich könnte es nicht 24-7 in einer RP-Rolle sein. Da würde ich durchdrehen, da würde ich hier so schizophren werden, mit mir selber reden. Deshalb sollte man lieber sich auf kein Spiel komplett festlegen. Na, irgendwann mal wird es auch für dich zu langweilig, dann wirst du unmotiviert und hast keinen Spaß mehr an Stream, YouTube oder sonstiges Content. Pack mal da rein. Also so scheiße, wie das aussieht, weiß ich nicht. Sagst du. Dann pack mal Truthähne rein. Sieht echt komisch aus, Schatz. Wild. Da pack mal Truthähne rein. Du hast eine 500.000. Du könntest doch jetzt endlich deinen Park ordentlich bauen. Ja, ja. Babi, dein Alert kommt jetzt erst. Wow. Ja, keine Ahnung. Musst du einfach dich mal von Tippy Stream abmelden, dann nochmal anmelden, dann dürfte das wieder gehen. Einfach Truthähne rein. Kurz gucken, was der Truthahn braucht. Hose, da wissen wir, was der Truthahn braucht. Das Tier braucht mehr Erde. Noch? Das war's schon, oder was? Bäume. Und Amerika. Butter. Aus. Das für den geeignet? Geeignet, gut. Müsste die auch für eine geeignet sein, oder? Ja. So. Gubbel, gubbel. Lebensqualität. Müsste den gubbel, gubbel mal erforschen dann gleich. Gubbel, 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 gubbel. Wir haben noch kein Mutatus heute gemacht. Meine Ahnung, fertig schnell.
Ich will den Film gucken wir dann heute. Keine Ahnung, mal schon. Wow, wir ganz allein. Ja, noch. Noch. Die hätte noch niemals einen Schlafplatz. Noch, chill. Das sind gar nichts gebaut, der Arme. So, Kugel. Das hast du genug, das hast du genug. Stabiler Rückzugsort brauchst du, ne? Ja. Voilà. Digga. Ja. Workshop halt, ne? Guck. Weiß, da gibt's eine Menge. Das ist cool. Man braucht einfach abwechseln. Ich gucke auch noch Streamer, wo er einfach Spaß hat bei dem, was er macht, wenn ich ehrlich bin, weil die Besten sind. Wenn ich ehrlich bin, weil die Besten sind. Ist er early? Stop. Wie ging das nochmal mit dem Drehen? Ich habe lange nicht mehr gespielt. Nochmal, zweimal immer X drücken. Ja, oder X und Z, sorry. Wo kommt das Pinguingehege hin? Noch gar nicht. Das Pinguingehege kommt irgendeine Ecke. Ich muss erstmal den ganzen Zoo mal erneuern. Ich muss den ganzen Zoo demnächst neu bauen, mal offscreen. Warum machst du das mitten in die Ecke? Das hier wird dann komplett. Das ganze Zeug hier, das sind alles, das ist eigentlich eine Massenzucht hier. Das ist reines Geld machen nur. Und das Ding wird halt komplett dann neu gebaut. Das zum Beispiel kommt alles in so ein geiles Ding da. Das kommt hier vorne direkt dann hin. Hier kommt das hin, dass das hier alles weg ist. Und dann kommt hier hinten so eine Fressbudenecke hin. Das Gehege bleibt. Das bleibt auch so. Das baue ich jetzt gleich noch gescheit. Das sieht nämlich das hier. Bin ich zum Beispiel ziemlich stolz auf das Gehege hier so. Auf das Schnappschildkrötengehege so. Das da oben muss auch weg. Keinen erreichbaren Mitarbeiterraum im Platz genug. Du brauchst zwei Stück, Schatz. Du hast nur eins. Das da oben muss auch zum Beispiel weg. Dann. In einen passen nur drei Mitarbeiter rein. Das heißt, du brauchst ein zweites. So, jetzt lass mir mal mein Gubbel hier weitermachen. Ich sag's nur, gleich kündigen einige, wenn die keinen Platz kriegen. Lass mir mein Gubbel weitermachen. So, Rückzugsort, bist du damit zufrieden? Nee. Mach den Rückzugsort mal nicht so krass in der Ecke, Schatz. Rückzugsort ist gut. Den bauen wir nochmal woanders schnell hin. Den bauen wir. Sieht doch komisch, dass du uns einfach in irgendeine Ecke stellst. So, dahin. Meine Wanderspinne Regina ist gestorben. Naja, ist alt gewesen. So. Den Rest kriegt man jetzt erst durch die Erforschung. Ich baue morgen Mittag oder so mir einen neuen Zoo auf, aber auf Sandbox. Das heißt, packen Gubbel. Mal schöne Bäume hin. Bergahorn, ungeeignet. Warum? Den habe ich doch gerade erst hingebaut. Gut, dann tue ich ihn halt wieder weg. Bitte schön, ist er wieder weg. Seid zufrieden. Das okay? Ja, das ist okay. Abend, junger Mann. Hi, Midgard. Grüß dich. So, gucken wir nochmal schnell, ob man nochmal... Kubbel. Oh, guck mal da. Dann weiblichen Kubbel direkt. Gucken wir noch... einen männlichen Kubbel. Das sind komische Dinger. Die können wir gleich noch packen nochmal. So.
Wie geht's dir, Midgard? Alles gut bei dir? So, jetzt haben wir die Gubbel-Gubbel. Hier ist alles gut. Aber Pinguine. Ich weiß, dass du es bist, Odin. Alles gut. So, meine Freunde. Der Truthahn alleine? Nö. Sind drei Gubbel-Gubbel. Eins. Zwei. Nummer drei. Himmelt ja auch. Ah, nee, da. Hinten Nummer drei. Da. Im Gebüsch. Drei Gubbel-Gubbel. Da aus. Alles gut. Da haben wir auch nur alles gut. Warum Warnung? Ach, schwanger. Da ist nix. Ich habe eben was vom Pinguin gehört. Ja, die kommen. Keine Sorge. Mr. Pinguin. Der Angel Pinguin ist ja, glaube ich, auch noch da. Warte mal. Kann ich mal hier eingeben. Pingu. Pintada da. Dann haben wir hier den Zügelpinguin. Gucke mal. Gerade lasse ich meine Gubbel-Gubbel erforschen. Meine Alligator-Schnappschulden geht's auch ganz gut. Die sind super zufrieden. Ja. Hier unter Wasser auch alles gut. Der Gubbel-Gubbel rennt erstmal. Temperatur, den Tier ist zu heiß. Ach, in der Sonne wird es den zu heiß. Guck an. Warte mal. Negativer Einfluss an die Gäste. Im Müll. Und genau. Wir brauchen Mülleimer. An Mülleimer hin. Ich bin himmelblau. Himmelblau. Schalala. La, la, la. Ich bin himmelblau. Himmelblau, schalala, la, la, la. Ich bin himmelblau, schalala.